Hallo, mein Name ist Julius Hild, ich bin 18 Jahre alt, laufe für den SSC Hanau Rodenbach, bin aus Rodenbach und mache Hindernislauf. Meine größten Erfolge 2017 waren, dass ich einmal 19. Platz bei den Berglauf-Europameisterschaften geworden bin. Dann bin ich viermal deutscher Vizemeister geworden, unter anderem im 10.000 Meter Lauf, Crosslauf, Hindernislauf und Berglauf. Meine Ziele für 2018 sind, dass ich an zwei internationalen Meisterschaften teilnehmen kann, also die Qualifikationsnorm erbringe. Und dass ich mindestens 3 Medaillen bei deutschen Nationalmannschaften erringen kann. Meine Stärken sind, dass ich sehr, sehr fokussiert im Wettkampf bin und wirklich in großen Wettkämpfen meine absoluten Top-Leistungen bringe. Dann bin ich relativ locker bei den meisten Sachen. Ich kann relativ gut reden, würde ich von mir selber behaupten. Ja, und mein Wille. Also wenn ich mir ein Ziel setze, dann ziehe ich es auch vollkommen durch bis zum Ende, bis zum Schluss. Also was ich nicht gerne mache im Training ist eindeutig Stabi und Hürdenprogramm. Hürden, weil es einfach wehtut, wenn man mit dem Schienbein gegen eine Holzhürde haut und die Schienbeine sind dann nicht mehr so ganz so hautfarben, eher blau. Und Stabi ist einfach das pure Böse, wie Lord Voldemort in Harry Potter ist das Stabi vom Lauftraining. Also keiner mag Stabi. Ich schaue sehr gerne die Rocky-Filme einen Tag vom Wettkampf, weil ich einfach sie unglaublich inspirierend und motivierend finde. Vorm Lauf man dann Sylvester Stallone sieht, wie er irgendwelche, ja, einfach mit dem puren Willen sich durchbeißt. Ich habe immer eigentlich dieselbe Hose an beim Laufen. Ich wasche sie zwischendurch, keine Sorge. Ja, das sind eigentlich die wichtigsten Rituale.